Hallo Leute, Teil 5 Meridian New World. So, wir stehen hier und haben noch eine Aufgabe zu erledigen, nämlich den Rest hier zu zertrümmern. Haben wir das letzte Mal verschoben, da wir vielleicht nachher wieder eine längere Zwischensequenz bekommen. Gucken wir mal. Hier unten ist noch was. Ah, die. Wie heißen sie? Die Schiri-Shardium-Anlage. Und hier hat es noch Shardium-Roboter, also Arbeiter von denen. Kann man auch beschießen? Ja, lassen wir mal. Die können ohne ihre Fabrik sowieso nicht mehr viel machen. Hier oben hat es noch Geschütztürme, die funktionieren ohne die Kraftwerke nicht. Also dreschen wir das Ding hier zusammen, dann müssten wir das soweit, glaube ich, erledigt haben. Schafft ihr das heute noch? Sind wir wieder beim Thema, dass es durchaus einen Knopf geben dürfte, um das Ganze zu beschleunigen. Bebau, bebau. Habe ich schon gesagt, dass mich das an einen Flipperkasten erinnert? Ja, habe ich schon gesagt. So, viel ist nicht mehr. Bam. War's das? War's das immer noch nicht? Die können wir ja nicht angreifen. Die könnten wir angreifen. Und da steht immer noch was von zerstöre die restlichen Kraftwerke. Da fehlen offensichtlich noch Kraftwerke. Da frage ich mich nur, wo denn? Oh, hier geht es vielleicht auch noch weiter. Ja, hier geht es auch noch weiter. Die sind außer Gefecht. Oh, hier oben ist ja noch lauter Zeugs. Heiliges bisschen. Ah, das ist ja, wo wir nicht zwischendurch konnten, genau. Aber wir könnten in der Zwischenzeit mal hier nochmal so einbauen. Einfach, weil wir sonst gerade nicht viel zu tun haben. Wir können hier ja nur die Sachen zusammenhauen. Wobei, eigentlich können wir uns schenken, hier diese Fabriken anzugreifen, denn primär müssen wir ja die Kraftwerke zerstören. Ich weiß nicht, denn bei Command & Conquer war es ja mal so, dass man eigentlich die feindlichen Gebäude übernehmen konnte. Ich weiß nicht, ob das hier auch ist. Ah, Victory. Gut, haben wir die Mission auch erledigt. Eben, wie ich gemeint habe, da konnte man feindliche Gebäude übernehmen. Mit Ingenieuren, glaube ich, war das sogar. Und weiß jetzt nicht, ob das hier auch geht. Wahrscheinlich nicht. Sonst hätte es da mal eine Einführung gegeben. Okay, lasst uns weitermachen. Commander, you need to come to the laboratory as soon as possible. Zum Labor. Okay, das machen wir doch glatt. I haven't seen him since lunch. It's not like him to just disappear. Who are you two talking about? Sir, nobody's seen Cole in the last couple of hours. Maybe he's on the lower levels. No, Mason would have seen him. Oh, hier gibt's noch untere Levels. Versuchen wir das mal. Ach, das ist einfach eine Datenbank. Okay, da wissen wir eigentlich soweit Bescheid. Da ist Starte Mission. Hier hinten hat es noch Lebensläufe. Hier ist der Herr Donovan. Da sollen wir ja hin ins Labor. Dann machen wir das doch mal. After our previous conversation, I've decided to run a quick system check and found other anomalies as well. I'm listening. Whoever the traitor is. They deleted important files, including our maps of the immediate safe zone vicinity. If we would have had those maps, we could have landed in a better position when approaching the first outpost. Hmm. Why would any of us sabotage this ship? I've been thinking, and the most likely explanation is that someone on board received different orders from the Earth leadership. In this case, this whole thing might be a test. Na, das ist ja ein lustiger Test. Why would you suspect the leaders? Well, I think someone on this ship is not who they say they are. This traitor used a very advanced hacking method. It's reminiscent of the best computer technicians back on Earth. Wait, aren't you one of those best computer technicians? Yes, I'm capable of it, but I didn't do it. Now, if you'll excuse me, I need to find out who did. Ja, da war er für meinen Begriff ein bisschen schnell weg, nachdem da eine Anschuldigung kam. Aber das kann auch mangelndes schauspielerisches Talent sein. Ich weiß es nicht. Ja, lasst uns die Mission starten in dem Fall. Husch, husch. Der könnte auch ein bisschen schneller laufen hier, der gute Mann. CCS Magellan has detected some interference nearby.
It seems someone is trying to hack into our systems. Our firewalls are holding for now, but I strongly suggest we land and take out the source of the interference before it's too late. Ja, darauf wird's hinauslaufen, das sehe ich auch so. Was für fette Zwischensequenzen. Also für ein Ein-Mann-Projekt. Oh, Hilfe, hier geht's gleich los. Reparieren die Jungs hier. Und abziehen, was beschädigt ist. Gut, haben wir. Wenn du jetzt noch ein bisschen hierher fährst, dann könnte der dich heilen. Geht das? Ja. Dass die sich gegenseitig heilen? Naja. Nee, wirklich geht das nicht. Aber wir können schon wieder heilen. Mit F1, dann machen wir das. Verloren haben wir, glaube ich, keinen. Aber hier sieht man schon, hier hat es massenhaft Gegner. Und der Fog of War ist schon weg. Also schauen wir uns das mal an. Mhm. Naja, gut. Dann gehen wir das halt mal Schritt für Schritt ab. Hilft ja nichts. So, angreifen. Da kommen die ja gleich. So, mach hier hin mit dem Reparieren bitte, weil sonst wird das dann eng. Hat da schon einer Schaden? Ja, der. Oh, der. Wegfahren da. Sonst überlebst du das nicht. Ah, das war wieder ein Schiff. Das war jetzt aber eine leichte Übung. Now behind enemy lines, and while they're regrouping, we could destroy their turret centers. If you decide to take these out, all enemy anti-air turrets will shut down, and we can send reinforcements. You could choose to take out these enemy landing pads. That would stop our enemies from producing air units. We've also detected light factories nearby. If we take these out, we can weaken enemy ground attacks. We only have enough time to take out one of the settlements before enemy reinforcements arrive. You need to choose one so we can begin the assault. Ja, genau das habe ich befürchtet. Was machen wir denn da? Geschützzentrale zerstören? Die Landeplattformen? Die leichten Waffenfabriken? Oder sich das nochmal anhören? Nee, das brauchen wir nicht wirklich. Die Geschützzentralen. Die Landeplattformen waren die Flugzeuge. Die leichten Waffenfabriken ist auch klar. Dann waren die Geschützzentralen diese... Ja, logisch, halt die Türme, die die Geschütze herstellen, bewachen, reparieren. Machen wir das mal. Ich glaube nicht, dass es da ein richtig oder falsch gibt oder ein schwerer oder einfacher. Sag mal, könnt ihr nochmal kurz anhalten, weil der muss ja sicher nicht zuvorderst sein hier, der beschädigt ist. Gleich können wir wieder reparieren hier. So, passt. Ist das alles, was wir haben? Hier unten sind ja noch welche. What's the plan? Here we go. Attackieren wir doch mal die hier. Ist das irgendwie Nachschub? Da hat es gar nichts geheißen von. Oder habe ich das nicht mitgekriegt? Naja, wie auch immer. Die stellen hier ja kein großes Hindernis für uns dar. Dann ziehen wir die mal nach. Oh, hier sind noch mehr. Oh, hier sind viel mehr. Na, ob wir das schaffen, das war jetzt doch ein bisschen mutig. Da kommen noch mehr und wir können nicht reparieren. Das heißt, wir werden hier definitiv
Einheiten verlieren. Man hätte vielleicht dann doch noch ein bisschen Geduld haben sollen. So, aber immerhin haben wir das jetzt. Zerstöre die Geschützzentralen. Wo sind wir denn hier? Eigentlich eh falsch, oder nicht? Nee. Na, zerstört mal das Zeug hier. Dann können wir die beiden reparieren. Den nicht. Wo sind denn jetzt unsere anderen Jungs? Hier waren doch auch noch welche. Oder habe ich jetzt völligen Knoten? Naja, wir machen jetzt einfach mal kaputt. Aber ich dachte, hier unten wären doch auch noch welche gewesen. Hat das jetzt nicht gezoomt vorher? Hm. Da steht auch noch einer. Der gehört auch dazu. Das hier sind die Geschützzentralen. Die greifen wir jetzt mal an. Die gehören als erstes zerstört. Wird der hier noch repariert? Gucken, ob wir hier niemanden vergessen haben. Nee. Leute, ihr könnt doch selber angreifen. Ihr wisst doch, dass wir die zerstören sollen. Geht zum Glück relativ zügig. Aha, das war's dann schon. Oha, da kommt eine ganze Ladung. Mal gucken, was wir hier gleich zu Beginn zur Verfügung haben. Now that the enemy anti-air turrets are down, I'm sending in reinforcements. Das wissen wir zu schätzen. Danke hierfür. Die ziehen wir gleich mal zusammen. Okay, schalte alle Verteidigungseinheiten des Außenpostens aus. Definitely werden wir machen. Oh, da kommt schon fleißig Feind daher. Da werden wir unser F1 wieder gebrauchen für reparieren. Solange wir das können zumindest. Ja, aber das ist ja ausgeglichen, hätte ich fast gesagt. Nee, die haben eigentlich keine Chance, wenn man es genau nimmt. Zumindest bis jetzt nicht. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass das dann doch noch ziemlich anzieht. Wahrscheinlich sobald wir dann mal eine erste Basis wirklich zu bauen und zu verteidigen haben. Haben wir alle dabei? Ne, siehst du, da fehlt wieder einer. Fehlt noch einer? Ne. So, oh, noch ein Flugzeug. Heilen können wir noch nicht. Brauchen wir ja gar nicht. Wo wollen die immer hin hier, die Chimeras? Den hier noch erledigen. Und dann übernehmen wir wahrscheinlich dann diese Basis. Oder doch nicht. Bis jetzt kommt noch nichts. Da speichert man automatisch. Gehört das jetzt uns? Das gehört jetzt uns. Das ist ja schon mal schön. Ah, das hat einen Moment gedauert. Basenbau, sehr schön. Okay. Eine Geschützzentrale sollen wir bauen. Wohin? Hat er auch schon vorgeschlagen eigentlich? Sehe ich nur gerade wieder nicht. Aber das ist ja eigentlich auch egal. Wir müssen es einfach bauen. Na, wo war sie denn jetzt? Ach, benötigt erst eine leichte Waffenfabrik. Okay, alles klar. Dann bauen wir erst die leichte Waffenfabrik. Können wir nicht, zu wenig Schadium. Okay. Dann müssen die halt erstmal sammeln. Hilft ja nichts. Ich hoffe mal, die greifen jetzt hier nicht sofort an. Und diese Ansammlung, die wir hier haben, die wäre natürlich bei anderen Spielen tödlich. Wenn hier eine Granate reinfliegt. Ah, dann müssen wir jetzt aber... Eben, wenn hier eine Granate reinfliegt, dann sind natürlich alle gleich kaputt. So, wo war sie? Jetzt können wir sie bauen. Wohin? Hier. Dann bau mal.
Scout, at your service. Schon mal den Scout ein bisschen platzieren. Das hier sind wohl Luftabwehrgeschütze, würde ich mal sagen. So wie sie aussehen. Jo, cool. Geil, jetzt Basis bauen, das ist doch schön. Freue ich mich drauf. Machen wir aber erst in der nächsten Folge und in der Zwischenzeit baut hier unser Kollege mal noch die leichte Waffenfabrik. Gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.